Was ist los mit dem Wetter? Ich hoffe, jedem von euch geht es gut. Lasst ein bisschen Liebe da. Kommentiert mal, ob es bei euch momentan regnet. Bei mir war es gestern 25 Grad. Heute ist einfach minus 5 gefühlt. Ey, lasst noch ein Abo da. Kommt in die WhatsApp-Gruppe, die ich unten euch anpinne. Let's go! Hey Mama, Burger Pommes auf die 1. Hört irgendjemand noch Burger Pommes auf die 1? Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, oder? Dorfkinder! Nee, Mama, so geht es nicht. Papa! Burger Pommes auf die 1. Hä? Das ist auch alles, was ich weiß. Burger Pommes auf die 1. McDonald's geht zur jeder Zeit, oder? Was willst du jetzt von mir? Ich spiel grad sing den Song weiter. Und wenn du es richtig hast, was kriegst du 100 Euro von mir. Also, 100? Burger Pommes auf die 1. Ketchup Mayo Sandwich. Aber falscher Song. Hey, Letschi. Burger Pommes auf die 1. McDonald's geht zu jeder Zeit, die oder? Die Pommes in den Burger rein. Ja, richtig. Und folgst du Letschi? Ja, natürlich folge ich dir. Schau. Ja, super. Dann hier 100 Mal. Geil. Oh. Okay, ich hab... War doch nicht richtig. Erstmal ein paar Energies kaufen. Aber danke. Warum Energies, Bro? Du warst doch voll gehypt. Brauchen wir doch keine Energies, Mann. Der perfekte Stift für Schüler mit ADHG. Mit diesem Stift kannst du... ADHG? Ist nicht ADHS? Was ist ein ADHG? ...du dich komplett auf den Unterricht fokussieren, während Herr Müller über alle 18 Bundesländer von Deutschland redet. Folge uns und markiere dein ADHS-Freund. Der perfekte Stift für Schüler mit ADHG. Sieht cool aus, aber ey, ich würde die ganze Zeit nur mit dem Ding spielen, ich würde gar nichts in der Schule mitbringen. Bekommen. Ganz neu bei DM, der Anti-Wundriebstick von Valea. Wenn ich im Sommer einen Rock trage, reiben meine Schenkel aneinander und das kann ganz schön unangenehm sein. Und dieses Produkt soll einen Schutzfilm auf deine Haut legen, sodass diese Wundreibung vermieden wird. Die Haut fühlt sich so ein bisschen nass und eingecremt, sage ich mal an, und dadurch reibt es natürlich trotzdem aneinander. Und das Ganze soll es jetzt auch von Isana geben? Ich weiß nicht, für mich ist dieses Produkt erstmal durchgefallen, ich gucke mir das weiter an. Aber für mich ist klar, dieses Produkt musst du erstmal nicht kaufen. Schreib mal in die Kommentare, ob du einen anderen Hack gegen diese Reibung kennst. Ganz so viel Produkte gibt es? Wer macht sich wirklich Sorgen darum, ob Oberschenkel sich miteinander anreiben? Ich habe nicht gewusst, dass das ein Problem ist. Aber okay. Zart aus. Chef, was ist das für Fleisch? Foodblock. Kalb, oder? Fleisch vergammelt. Vergammelt? Das Tier kenne ich gar nicht. Aber kein Schwein, oder? Nein, kein Schwein, aber vergammelt. Okay, sehr gut. Hauptsache kein Schwein. Chef, erzähl mir erstmal die Geschichte von diesem Döner, bevor ich reinbeiße. Döner. Pah. Gänsehaut. Ihr habt ihn gehört, Leute. Er lebt seinen Beruf. Sogar sein ganzes Vokabular dreht sich nur um das Wort Döner. Das nenne ich Leidenschaft. Döner. Kannst du kurz die Fresse halten? Ich drehe ein Video. Döner. Die Konsistenz der Soße ist auch sehr anders, aber die gefällt mir irgendwie. Und was ist das für eine Soße, Chef? Jizz. Jizz? Das ist bestimmt so ein Jizz? Jizz, Bro! Wer auch immer weiß, was Jizz ist, schreibt es in die Kommentare. Ach krass, kannst du ein bisschen mehr von diesem Jizz drauf machen? Musst du warten, 45 Minuten. So lange? Okay, ja, dann nächstes Mal einfach. Ja, viel Jizz nächste Mal. Der Kunde ist hier echt König. Die Soße kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Anderes Thema, und zwar beschwert sich aktuell jeder über die Dönerpreise. Aber umso teurer der Döner, umso besser ist auch die Qualität. Versteht ihr? Laber doch keinen Schmutz. Was kostet ein Döner bei euch? Bei mir zwischen 6 bis 8,50. Chef, wie viel kostet dieser Döner? 1,50 Euro. 1,50 Euro? 1,50 €? Hier ist es wie ein kleines Zelt, oder? Hier kannst du, wenn du dich hier reinstellst, dann geht die Ronny geht die wird Körper, von Polizei wenn man nicht so leicht raus. Willst du da jetzt chillen? Bleib jetzt hier. Digga, da stinkt's drin. Okay, die Polizei steht da gerade und guckt, was wir so machen. Ich sag dir so, da drin stinkt. Guck mal, die Polizei steht hier gerade links im Bild. Die ist extra nochmal gerade zurückgefahren. Ist das for real? Ja, komm raus. Okay. Aber es ist, ich meine, das kann man ja im Kopf behalten, oder? Hier ist was? Ja, Bundespolizei, Rennert mein Name. Ja. Sah ein bisschen suspekt aus. Ach so, nein. Als ob er was verkaufen tut. Ah, oh mein Gott. Ah, mon Dieu, ulala. Ah, Hurenkopf, vertelli, du Dreckskumsle, leck mir da am Arsch. Hi, ich hätte gern einen Döner, bitte. Du stellst alles klar, einen mach ich hier, Döner. So, na. Bruder, welche Soße darf sein? Ich hätte gern einmal Kreuzer Knoblauch, bitte. Kreuzer Knoblauch? Hab ich schon nie von gehört. So, mein Bruder, und dann Salat? Dann Grünsalat. Aber das Fleisch sah perfekt aus. Welcher Döner ist das? Salat, Kraut, Gurke, Tomate und Mais, bitte. Mais auf einem Döner? Mais? Ich glaube, das würde auch gut schmecken. Bei uns gibt's das nicht. Guck dir mal, wie saftig das Fleisch ist. Guck dir das an.
Salat. So, bitteschön, Bruder, hier dein Döner. Bruder! Bruder! Yo! 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 Ich hätte nicht bezahlt. Wäre ich das andere Geschlecht und dann würde ich sagen, yo, Vibe hier. Oder was auch immer. Girl, Digga, der ist kostenlos, oder? Hi, ich hätte gerne. Du verdienst 500.000. Du erfährst, wie viel dein Chef verdient? Du gibst mir davon nur 30? Du kriegst 30 Riesen? Ey, wenn ich das wirklich wüsste, was mein Chef verdient, denke ich, würde durch die Decke gehen. Ich krieg nur 1.000. Was, ihr werdet dafür bezahlt? Mieskritisch. Wir wissen, immer muss ich die zwei mitnehmen. Der denkt bestimmt wieder an Essen. Du schuldest deinen kleinen Bruder Geld. Was machen wir jetzt? Ich will McDonald's gehen. Der Junge ist eh wieder broke. Wir können uns einen Cheeseburger zu dritt teilen. Im Ernst? Ich komme jetzt McDonald's. Danke. Darf ich den Rest behalten? Nein, du schuldest mir eh noch Geld. Wo Mensch. Hat der Bre das Geld her? Mein Kind? Was machst du da? Ich putze. Okay, super. Aber warum sprühst du meinen Hintern an? Papa hat gesagt, ich soll damit deinen Hintern ansprühen, weil das für flache Oberflächen ist. Der war aber nicht so flach, Digga, oder? Oh. Guck mal noch einmal. So flach ist er jetzt auch nicht. Die schlauesten Männer der Welt, ihr werdet es niemals glauben, diese zwei Jungs finden einfach einen 50-Euro-Schein unter einem Lamborghini und können ihr Glück nicht fassen. Doch was jetzt machen, ist einfach unfassbar. Sie versuchen den Lamborghini... Fake, fake. Fake. Wer lässt sein Lamborghini bitte stehen ohne Parkbremse, ohne Gang drin, irgendwas? Wenn das Ding wegrollt. Teuer. Wegzuschieben und bekommen die 50 Euro. Doch was jetzt passiert, ist einfach zu krass. Sie steigen in den Lamborghini ein und fahren einfach weg. Seid ihr komplett lost. Ich hab's gewusst. Ich hab euch gesagt, das ist fake. Das ist fake. Der Lambo war den. Außenmänner der Welt. Das ist die gefährlichste Frucht der Welt, behauptet Mr. Beast, aber das stimmt nicht. Denn dieser Früchteverkäufer hat mir erklärt, warum das nicht so ist. Doch zuerst sollte ich davon essen. Es hat nach Ananas... Mr. Beast sagt, das ist die gefährlichste Frucht der Welt und du frisst sie einfach? Weil irgendein Typ von der Straße sagt, hey, stimmt nicht. Mit Kiwi geschmeckt. Alter, schmeckt richtig geil. Der unreife Part hingegen ist super sauer und kann im Mund und Hals kratzen. Soll aber laut ihm nicht giftig sein. Das ist... Ja, mal gucken, ob der noch Videos macht. Als diese Familie die Asche ihrer Großmutter an dem Ort verstreute, an dem sie immer sein wollte, bemerkten sie plötzlich, dass die Asche im Wasser die Worte "Ich liebe dich" bildete. Alle bemerkten es zur gleichen Zeit und einige hatten sogar Tränen in den Augen bei dem Gedanken, dass sie... Die besten Pistazien Deutschlands. Angeblich. Fast. Bro, diese ganze Tüte bestimmt 2000 Euro. Leider nicht in die Tasche. Komm mal näher. Das sind unsere... persischen Akbari-Pistazien XXL, einer der größten Sorten der Welt, hausgeröstet bei uns in Deutschland. Ich muss los. Dankeschön. Das war eine Werbung, Digga. Das war eine Werbung. Ich bin stinksauer, weil mir niemand gesagt hat, dass es diesen Filter hier gibt, okay? Der bestimmt nämlich meinen Disney-Prinz-Seelenverwandten. Natürlich will ich wissen, wer das ist. Ich liebe Burger, ich liebe Suppe, ich liebe Erdbeeren, ich liebe Sweets. Das bin ich! Das bin ich! Der sieht doch so aus wie ich, oder? Safe! Das bin einfach ich! Paula Wolf Shorts! Kontaktier mich! Und ich liebe dich. Nee! Nee! Nicht das... Nein! Nein, Paula, ich weiß nicht. Lass mal stecken.